Die Wissenschaftler sagen, dass die Sonne ist rund 150 Millionen Kilometer entfernt von uns ist. Ne? Ist 150 Millionen Kilometer entfernt. Stell dir mal vor. Mach mal nur eine Vorstellung. Über diese 150 Kilometer, 150 Millionen Kilometer. Ne? Der Auto fährt, der weiß Bescheid, wie weit das ist. Ungefähr. Die Erde umkreist die Sonne. Ne? Diesen thermonuklearen Ofen. Die Sonne ist so heiß. Stell dir mal vor, du stehst vom Grill im Winter und fühle mal die beiden Temperaturen hinter deinem Rücken und vor dein Gesicht. Wenn du stehst vom Grill draußen im Garten, du hältst deine Hände oder deine Hand vor dem Grill. Wenn du näher rankommst, verbrennst du deine Hand. Und wenn du weiter deine Hand davon entfernst, frierst du. Das heißt, du musst einen bestimmten Abstand halten zum Ofen oder zum Grill. Einen bestimmten Abstand. Dass du bist ein normaler Mensch, der so denkt, ne, er arbeitet nach seinen Gefühlen. Du bist ein Geschöpf Gottes. So, die Sonne ist so heiß, so dass man die Hitze überhaupt nicht beschreiben kann. Und sie ist so weit, dass man nur schätzen kann, wie viel Zeit dafür ich einsetze oder wie viel Zeit ich dafür einsetzen muss, um an die Sonne heranzukommen. So. Also 150 Millionen Kilometer Entfernung und die Erde dreht sich um die Sonne. Wenn die Sonne näher zu der Erde kommt, wird das Wasser verdampft und wenn die Sonne ein bisschen weiter von der Erde geht, friert das Wasser ein. Das heißt, ist irgendein Intelligenten, jemanden, der wird mit Schöpfer bezeichnet, sagen wir für die Atheisten oder Materialisten, ne? Ist jemand da, irgendein Objekt ist da, der dafür sorgt, dass diese Sonne nicht näher zu uns kommt und nicht weiter von uns sich entfernt, sondern einen bestimmten Abstand für uns hält, sodass wir uns diese Wärme der Sonne genießen können. Guck mal, die Barmherzigkeit Gottes. Nur überlegen. Man sieht das so als Selbstverständlichkeit. Ne? Die Sonne ist da, legen wir uns im Garten hin, so machen wir einen schönen Tag, fertig, gehen wir rein. Ohne Alhamdulillah zu sagen, ohne Alhamdulillah, Allah braucht das nicht. Aber wir brauchen das nicht, sagen wir, gehen wir ins Bett. Nächsten Tag noch ein schöner Tag, gucken wir im Bericht, morgen auch gehen wir irgendwo Eis essen, ne? Und hin und zurück, als ob das wirklich selbstverständlich wäre. Wer macht sich Gedanken? Der Gottesfürchtige, der wirklich an Allah subhanahu wa ta'ala glaubt, der diese Schöpfung beobachtet, weswegen ist das alles erschaffen ist. Weswegen liegt alles in seiner Hand. Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma qadar Allah haqqa qadri, sie haben Allah subhanahu wa ta'ala falsch bewertet. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بِيَمِينِهِ. Die Himmel sind alle zusammen gefalten in seinen Rechten. Astaghfirullah, man darf natürlich mit seiner Hand nicht zeigen. Das ist die Kraft Gottes und nicht seine Hand. Wie manche Sekten das beschreiben, dass Allah subhanahu wa ta'ala Füße und Hände hätte. Also, die Sonne ist als ein Stern bekannt. Was für eine Macht steckt in ihr? Jetzt haben wir gewusst, wie weit sie ist, ungefähr. Und müssen wir berechnen, wie lange dafür brauchen wir, wenn wir die Sonne annähern wollen. In ihrem Kern herrscht eine Temperatur von circa, sagen die Wissenschaftler, sie wissen das nicht genau, von circa 15 Millionen Grad Celsius. So, würde man den Kern der Sonne in ein Stecknadelkopf großes Stück entnehmen, ne, ein Stecknadel, davon in den Kopf, da oben die Spitze, da von der Sonne so groß, ein Stück von der Sonne wegnehmen und würde man bringen, also auf die Erde, könnte man sich nicht einmal in 140 Kilometer Entfernung von dieser winzigen Wärmequelle gefahrlos aufhalten. Das heißt, 140 Kilometer irgendwo in Hamburg nach Hamburg, machst du diesen Stecknadel großes Stück
hin von der Sonne, von der Energie der Sonne, dann würdest du nicht eine Entfernung schaffen, dich hinzuhalten, an einer Entfernung von 140 Kilometern. Das wirst du nicht schaffen. Was ist da für eine Hitze? Das heißt, die Größe dieses Objekts spielt keine Rolle. Die Hitze spielt eine Rolle. Das sagen die Wissenschaftler natürlich. Das haben sie erreicht. Aber sie stehen irgendwie sprachlos für die Erklärung. Was ist das? Wieso? Wie viel? Wie viel ist das? Wie viele Sterne gibt es? Wie viele Galaxien gibt es? Das ist immer circa. Einer sagt, 50 Milliarden gibt es so viele Galaxien wie unsere Milchstraße. Und einige sagen 125 Milliarden. Das sind Schätzungen. Wir wissen nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in dem Koran, وَأَنْتَعَدُّوا نَعْمَةَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا. Das heißt, wenn ihr Gottes Segen reich zählen wollt, oder Segen zählen wollt, würdet ihr nicht schaffen. Das schafft ihr. Und die Wissenschaftler sind neugierig, sagen, nee, wir wollen Gott erreichen, wie Haman und Pharaon damals. Er baut diese Pyramiden, damit er vielleicht Gott sehen könnte, den Musa, salamullah alayh, behauptet. So, also diese winzige Größe von der Sonne, von der Kern der Sonne, ne, macht eine Verbrennung in einem Umkreis von 140 Kilometern. Also jede Sekunde gibt sie eine Energie, die Sonne, jede Sekunde gibt eine Energie, die der Explosion vieler hunderte Millionen von Atombomben entspricht. Jede Sekunde. Hunderte von Millionen von Atombomben gibt die Sonne Energie. Die Erde würde, jetzt wie groß ist die Sonne? Die Erde würde 1.300.000 Mal in die Sonne hineinpassen. Kannst du dir vorstellen? Das heißt, mach dir nur eine kurze Vorstellung über die Großartigkeit Gottes. Das ist gar nichts, die Sonne. Was wir besprechen, das, was wir sehen, das sind die Leute, die materialistisch sind, die sagen, ich glaube nur an das, was ich sehe. Okay, mach dir Gedanken über das, was du siehst. Mach dir Gedanken über das, was du fühlst. Du fühlst die Wärme von der Sonne. Mach mal dir Gedanken. Wie kommt diese Wärme durch diese Entfernung? Und was für eine Wärme hat die Sonne? Wie hoch? Mach dir Gedanken. Und dann stell dir mal vor, wer hält die Sonne von dir fern? Warum? So viele Galaxien und die gehen aneinander vorbei, ohne irgendeine Zerstörung stattzufinden zwischen den Galaxien. Ist sie aber groß, die Sonne, für uns? Wenn wir gucken, wenn wir so umrechnen, 1.300.000 Mal so groß wie die Erde, ne? Unvorstellbar. Astronomen bezeichnen sie als gelben Zwerg, die Sonne. Die Wissenschaftler sagen, das ist ein gelben Zwerg zwischen den anderen Sternen. So, und sie ist trotzdem so groß für uns. Sie gibt aber einen Stern, der so groß, also es gibt einen Stern, der so groß ist, dass er, wenn er sich an der Stelle der Sonne befände, also wenn wir einen anderen Stern nehmen und setzen wir das statt der Sonne, nehmen wir Platz, die Sonne weg, machen wir einen anderen Stern. Ein Beispiel jetzt. Die Erde, also der würde die Erde schlucken. Ein anderer Stern, der würde die Erde schlucken. Von der Entfernung jetzt her und von der Größe.